Und somit, Freunde, sind wir im zweiten Part von GTA 5 Roleplay. Wir waren heute natürlich wieder unterwegs, um Verbrechen zu bekämpfen und natürlich um die einen oder anderen Leute auf die Palme zu bringen. Aber ich würde sagen, seht selbst gleich im Video. Ich hoffe, der Daumen nach oben ist drin, Freunde, im Video. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Nun ja, rein ins Video. Freunde, ihr wollt den Server auch mal gerne betreten und ein bisschen euch im Roleplay probieren? Dann gerne auf gta5grand.com rein oder den Link in der Videobeschreibung mit meinem Reflink gerne eingeben. Dort sich natürlich registrieren mit eurem Account, Passwort etc. Dort sich dann nach der Registration den Launcher des Servers runterladen. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr natürlich den Launcher auf eurem Desktop. Einfach natürlich nur mal doppelklicken, wie man es kennt. Er wird dann updaten und ich bin auf Server 2, by the way. Einfach Server 2 auswählen und auf Spielen drücken und sich natürlich dann einloggen, Leute. Viel Spaß und let's go! Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen, Freunde. Ihr braucht natürlich, um das spielen zu können, auch das Hauptgame GTA 5. Ne? Sonst funktioniert das natürlich nicht. Fahrzeug. Perfekt. Oh, ein... Ja, 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 Sturmmaske auf. Was hatten Sie gerade vor, der Herr? Ich hatte gar nichts vor, aber ich muss Ihnen eine kurze Information geben. Ich arbeite beim MD, ne? Ja, wir arbeiten nämlich beim SAHP, wissen Sie? Aber wenn du in der Verkehrskontrolle bist, musst du angeben, dass du in der Orga bist. Ja, das haben sie auch super gemacht. Dafür kriegen sie auf jeden Fall ein Tätscherchen. Geben Sie mir einmal Ihren Ausweis, bitte. Natürlich. Oder mein Dienstausweis oder was? Herr Uwe Butzbach. Ja, zeigen Sie mal, ja, ja. Meinem Kollegen auch einmal zeigen, bitte. Azubi, okay. Ja, bin morgen oder sowas nicht mehr Azubi. Ja, zeigen Sie das mal dem Captain Iglo hier neben mir auch, bitte. Besten Dank, der Herr. Im dritten Lehrjahr also. Was würden Sie denn sagen, war das Wichtigste, was Sie bisher gelernt haben? Erste Hilfe natürlich, dass ich meine Mitmenschen helfe. Wie würden Sie das machen? Mal angenommen, der Captain Iglo klappt hier zusammen und hat Schnappatmung. Würde ich ihn erstmal auf eine recht stabile Seitenlage legen. Dann halt das MD dazu holen, weil ich ja dann nicht mehr im Dienst, weil ich ja nicht im Dienst bin und die Materialien dafür nicht habe. Ne? Na klar. Machen Sie mir mal den Rhythmus vor von der Massage, bitte. Einmal machen Sie das einmal mit so einem. Das würde ich jetzt eigentlich ungern machen. Warum denn? Ja, das ist wichtig jetzt, da müssen wir einmal Ihre Qualifikation prüfen. Das ist halt eigentlich gar nicht damit zu tun, ne? Sie haben mich ja sicher nicht wegen einer Verkehrskontrolle angehalten, ne? Das ist halt ein spontaner Test, wir müssen das durchführen ab und zu. Das habe ich so noch nie gesehen. Ja, das ist neu. Ja, das ist auch relativ neu, genau. Ich könnte jetzt einen FIBler Bescheid sagen, der wird davon nichts wissen. Nee, die wissen sowieso auch immer als letztes was. Machen Sie einmal den Rhythmus von der Herzdrückmassage. Sie kennen das ja, ne? Stay in life. Und dann machen Sie einfach mit dem So, machen Sie es einmal, damit ich den Rhythmus verstehe. Aber FIB ist tatsächlich die höchste. Diskutieren Sie doch bitte nicht rum. Wir wollen ja auch nur unseren Job machen. Meine Frau wartet zu Hause. Ich will auch irgendwann Feierabend haben. Junge. Ja, den geht hatte Feierabend. Nicht so frech, ich muss bitte. Jetzt sie kontrollieren hier. Nicht schreien, nicht so frech, bitte, sonst müssen wir sie leider mitnehmen. Sie sind doch beim MD, oder? Ja. Warum erklären Sie uns dann den Job als Polizisten? Ja, weil ich davor auch beim LSPD war und meine Rechte natürlich kenne. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, dass Sie nicht mehr beim LSPD sind, oder? Ja, weil ich gekündigt habe. Ja, gekündigt worden wohl eher, Herr Butzbach, wir haben alles mitbekommen. Ja, da habe ich... Auf die mittelharte Schwebetour machen. Alles gut bei Ihnen? Ja, ich habe Stahlkappenschuhe an. Oh, mein Junge Herz. Mann, Herr Vogelmann, Herr Vogelmann. Mein Herz. Es ist alles gut, bespannen Sie sich bitte, ja? Passen Sie mal auf. Sie kennen das doch bestimmt, wenn man jemanden reanimieren möchte, oder? Ein Reanimieren? Reanimieren, genau, Herzdruckmassage. Ja. Da gibt es doch einen Rhythmus, richtig? Ja. Machen Sie den einmal vor, bitte. Oh. Oh. So, Herr Butzbach, was ist da so schwer dran? Also, Sie kennen das ja. Sie kennen sich ja scheinbar auch aus mit medizinischen Behandlungen, oder? Vielleicht. Dachte ich mir. Vielleicht, ja. Der Kollege Butzbach hier, der macht hier so ein bisschen auf, Sie wissen ja, so ein Stänkerfritze ist das. Der will immer, dass wir einen schweren Job haben. Ich will einfach nur nach Hause, ich habe schon Feierabend seit einer halben Stunde, aber weil ich mich mit Arschlöchern wie ihm beschäftigen muss, kann ich einfach nicht nach Hause. Ich will natürlich Kollegen jetzt dazu rufen, ne? Was für Kollegen? Was denken Sie, wo wir sind? RTL 2, Familienbrennpunkt oder was? Das ist mir egal. Ich will jetzt entweder von euch einen Kollegen
rufen vom FIB oder vom MD. Das ist nicht gestattet. Ja, der Herr Butzbach sagt, er ist MDler, Azubi im dritten Lehrjahr und wir haben von seinem Chef die Aufgabe bekommen, dass wir mal prüfen, ob er gut aufgepasst hat. So, und darum soll er uns einfach mal den Rhythmus von der Herzdruckmassage vorführen, indem er einfach mal den Rhythmus zeigt mit einem bequemen Ah. Oh. Genau. So? Ja, genau. Ja, und dann halt den Rhythmus zeigt. Und da stellt genau. er sich quer und macht hier auf kleines Mädchen. Ja, ihr könnt weiter. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen einen ruhigen Dienst, ne? Ja, also gleichfalls. Halt danke. Dankeschön. Pflegefall, ne? Ja, ja, Jungs, was will man machen? Ciao, ciao. Auf Wiedersehen, ja. Tschüss. Euer Art ist wirklich, euer Job ist wirklich schwer. Das tut ich weiß. Wirklich leid. Mit solchen schweren Kandidaten, man kann auch mal ruhig, ne? Kooperieren. Es ist und nicht einfach. Nur die ganze Zeit Faxen einfach. Machen. Richtig, Butzbach, hören Sie mal zu. Genau. Wenn Sie den jetzt machen würden und ich mich ich so querstellen würde. Ich höre mich mit einer Adlermaske, ne? Alter. Wenn ich, ey. Wenn ich das ist das Vermummungsgebot, hallo, lass ne? mich bitte aus. Sprechen, ne? Wenn ich mich jetzt hier so querstellen würde und Sie der Kopf wären, was würden Sie machen, ne? Würden Sie auch so scheiße reagieren? Wir wollen doch einfach nur ein ruhiges Leben haben und einen ruhigen Dienst. Ne, wollte ich nur kurz gesagt haben. Die Mann schon drückt, ne? Tschüss, Jungs, ruhigen Dienst. Ciao. Ne? Ja, gleichfalls, danke. Tschüss, Kuss. Herr Butzbach, wollen Sie denn jetzt bitte kooperieren für Ihre praktische Prüfung? Warte mal kurz, andere Frage. Nein. Nein. Doch, ich will, warum haben Sie jetzt die Leute nicht darauf hingewiesen, dass hier ein Vermummungsgebot in der Stadt herrscht? Das gehört auch zu Ihrer praktischen Prüfung. Bitte stellen Sie keine weiteren Fragen mehr dazu. Na, und es hat auch einen Grund, dass Sie nicht mehr beim LSPD sind, weil ab 23.33 Uhr gibt es Vermummungsgebot nicht mehr. Das ist nämlich eine neue Regel, ja, neues Gesetz. Natürlich, ja, ja. So, Herr Butzbach, mir gefällt gar nicht, wie Sie hier mit uns reden, ne? Also, das ist schon fast Beamtenanmaßung. Captain Ilo, ich würde sagen, wir müssen ihn mitnehmen zu einem Therapiefahrt, oder? Was sagen Sie? Ja, machen Sieht Sie. Sieht leider nee, so ja, aus. Ja, mach los. Legen Sie mir die Handschellen an. Ja, dann. Captain Ilo, kümmern Sie sich drum einmal. Hier. Ja, da klicken die Handschellen. Sie haben die praktische Prüfung dann leider nicht bestanden. Ja, ja, labern Sie nicht. Setzen Sie mich ins Auto. So, da sind wir nochmal. Da sind wir einmal nochmal. Guten ja. Tag, guten Tag. Der wollte gerade eine Waffe ziehen und auf uns schießen. Können Sie sich das vorstellen? Das ist unglaublich. Illegaler Waffenbesitz. Alter! Totschlag? Nee, Digga. Ne? Halt versuchter Totschlag. Stehen bleiben. Einmal hier bleiben, bitte. Stehen bleiben, ja, bitte. Versuchter Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Ich nehme Sie mal mit. Wir gehen jetzt hier ins Auto rein. Das geht ratzfatz. Da können Sie schneller gucken, als Sie denken. Also wirklich. Sie denken auch, Sie können ja alles mit uns machen, oder? Hi! Herr Butzbach. Da sind Sie bei uns nämlich falsch. So, oder Captain Ilo, ich würde sagen, wir kümmern uns mal um den Kollegen. Hi. Machen so, wir richtig. Jungs, eine schöne Fahrt. Haut rein, ne? Ja, haut rein, danke für Ihre Hilfe, ne? Kein Problem. Danke. So, Butzbach, ne? Wenn man nicht kooperiert, sitzt man im Knast. Die Fresse! Nicht so frech. Butzbach, wir klären das jetzt. Das ist eigentlich Beamtenbeleidigung, weil was ich für Anwalt Beamtenbeleidigung? War, ne? Sie sehen aus wie ein Ich war mal Anwalt. Ich war mal Anwalt. Ja, was für warmer Anwalt. Ja, egal, bringen Sie den in den Knast, den machen wir. Ja, besser ist es. Was haben Sie eigentlich gegen Fische, Herr Butzbach? Das sind auch Tiere. Na, so sieht es nämlich aus. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben sehr spezielle Aufträge und wir kontrollieren immer wieder hin und zu die Leute vom PD. Wir sind so ein bisschen so Military Police, wissen Sie. Und wir passen auf, dass die Leute ihren Job gut machen. Dünnlich ausgestellt bekommen. Warten Sie mal, was haben Sie gegen meine Kleidung? Eher weniger, damit das tüchtig für eine Streife ist. Das schaut aus, als würden sie lehrende Events sein. Stone. Nee. Ich habe eine Sonderausstattung. Das ist alles nach Plan, ja, richtig. Mit dem Rang, was sie haben. Sie dürfen davon nichts wissen. Sie sind nicht berechtigt. Es tut mir leid, ich kann Ihnen dazu nichts mehr sagen. Ja, da werde ich ja mal Ihren Vorgesetzten mal sprechen können. Oder? Machen Sie das, Sie werden nichts herausfinden. Wie gesagt, das ist nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Ja, und Sie sollten den Vorgesetzten nach Code 13 fragen. Und ich würde Ihnen auch raten, uns, naja, zukünftig nicht so zu spionieren sonst. Nun ja. Ich kann herausfinden, ob das auch Ihre richtige Dienstnummer war. Wir haben Sie sonst ein bisschen auf dem Kieker, ne? Also, Sie wissen ja, wenn man den Berg hochsteigt, wird die Luft irgendwann dünn. Und irgendwann fällt man ganz tief runter. Und das wollen Sie ja nicht, oder? Naja, Captain Iglo, ich würde sagen, wir müssen uns um die richtigen Fälle kümmern. Richtig. Dann macht mal weiter damit. Wegtreten. Dankeschön. Ob das so eine gute Arbeit ist. Was hat er gegen unsere professionelle CO2-Kommission-Arbeit? Frage ich mich auch. Ich glaube, er ist immer noch sauer wegen vorhin. Ich glaube auch. Er ist richtig angepisst.
Junge. Gegen was? Gibt's hier Probleme? Sind sie ein bisschen zu knusprig, oder? Warte mal kurz, Junior. Ich hab hier gerade jemanden stehen vom HP. Junior? Ich glaube, der hat dich gemeint. Hat er mich mit Junior gemeint? Ich bin nicht dein Junior. Ich glaube schon, ja. Nee, ich habe gerade telefoniert gehabt. Entschuldigung, der Herr. Ah, okay. Freisprecher, okay. Verstehe. Genau, Freisprecher. Lassen wir nochmal durchgehen, alles gut. Mit meinem Rechtsanwalt gesprochen gehabt, weil ich erkläre euch vielleicht auch kurz die Story. Ich kam hier an, ich sehe das, so wie ihr jetzt auch seht, dem Wagen mit dem Kennzeichen 1 LSPD09. Daraufhin habe ich einen Dispatch gemacht, weil ich ja nicht möchte, dass der Wagen weiter beschädigt wird, dass man auch hier vernünftig auf den Freeway draufkommt. So, daraufhin habe ich einen Dispatch gemacht. Daraufhin wurde mir aber eine Geldstrafe reingebrummt. Davon habe ich jetzt auch ein Foto gemacht gehabt. Hallöchen! Und das wollte ich normalerweise geklärt haben dann jetzt, ne? Und der Herr, der da abhaut, fährt gerade ohne Nummernschild. Sie haben also eine Strafe bekommen. Genau. Aus dem Grund, weil ich einen Dispatch gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr den Dispatch vielleicht auch gesehen habt. Mit dem Notruf 1 LSPD09 und daraufhin hat mir gerade mein Anwalt, der Maximilian Junior, gesagt, dass das gerechtfertigt ist, er das wohl selber war, weil das gleichzeitig Notrufmissbrauch wäre, wobei ich aber sage, das ist ein behördliches Fahrzeug, ne, steht mitten im Weg. Wie ist Ihr Name? Mein Name, ich kann Ihnen gerne meinen Reisepass zeigen, mein Name ist Danny Wächter. Herr Wächter. Jawohl. Warum jetzt Handschellen? Alter, scheiße. Der Herr? Ja, Sie sind verhaftet, weil Sie verdammt gut aussehen. Da muss ich meinem Kollegen leider recht geben. Also ich muss Ihnen sagen, so einen attraktiven Mann wie Sie hier um die Uhrzeit auf der Straße, gefährliches Pflaster. Noch mit diesem Anzug. Ja. War bestimmt teuer. Ja, ein bisschen teuer war der Anzug, ne? Nur ich wollte jetzt normalerweise auf dem Freeway, weil ich wollte kurz in mein Haus fahren, wollte mir eine Angel holen und wollte angeln gehen. Was wollen Sie denn angeln? Ist es illegal? Fischer angeln. Ah, okay. Haben Sie denn einen Fischer, einen Angelschein? Einen Angelschein habe ich. Also mit Fischerangeln reden wir doch von Frauen, oder? Nein, ich bin verheiratet, der Herr. Ach komm, hören mit Sie wie auf. Wie vielen Frauen? Mit einer Frau. Also so ein Mann wie Sie hat doch nicht nur eine Frau, oder? Ich habe nur eine Frau. Und dann noch in diesem Anzug, Sie wollen uns doch verarschen. Ja, okay. Nein. Aber eine Frau und verschiedene Freundinnen, ne? Nein, nur eine Frau. Wie nur eine Frau? Ich habe im MD angefangen zu arbeiten. Sie müssen arbeiten gehen? Ja. Sie arbeiten im MD? Ja. Haben Sie da auch Patientinnen? Ja, haben wir auch. Das ist aber gefährlich mit Ihrem Aussehen. Warum? Naja, die sehen verdammt gut aus. Captain Iglo sagt das nicht einfach so, der sagt das sehr selten und sie sehen wirklich verdammt gut aus. Das müssen wir nochmal überdenken, weil sie sehen echt gut, das ist sehr gefährlich für die Öffentlichkeit und für den Straßenverkehr. Ja schon, also stellen Sie sich mal vor, jemand hält in der Ampel neben Sie und sieht Ihre ausgeprägten Wangenknochen, der fährt doch sofort irgendwo gegen. Völlig abgelenkt. Also ich habe da echt ein bisschen Sorge, Sie da einfach so loszulassen. Haben Sie vielleicht eine Maske oder sowas dabei? Ja, ich habe eine Maske dabei. Okay, würden Sie die bitte für die nächsten Fahrten bitte aufsetzen, sonst das wird echt gefährlich für den Straßenverkehr. Ich mach Ihnen auch mal die Handschellen ab, setzen Sie die mal auf, bitte. Die habe ich leider in mein Auto. Dann würde ich Ihnen vielleicht eine aufsetzen, wenn Sie nichts dagegen haben. Das wäre halt für die Allgemeinheit, ne? Ich setze Ihnen die mal auf. Alter, wie das aussieht. Dann kommen Sie mal her, ja, zack, drüber damit. Ja, viel besser, oder, Captain Iglo? Was sagen Sie? Wunderbar. Können Sie dadurch noch gut sehen? Ist Ihre Sicht eingeschränkt, Herr Wächter? Ja, ich sehe gerade gar nichts, der Herr. Na gut, dann würde ich sagen, dann laufen Sie halt heim. Ziehen Sie sich aber zukünftig bitte eine Maske auf, wenn Sie den Straßenverkehr betreten, denn es ist wirklich sehr gefährlich mit Ihrem Aussehen. Ja, ich würde sagen, er hat es verstanden. Ja, also, okay, ja, Sergeant Backfisch, ich würde sagen, wir fahren weiter, oder? Ich bin doch
Bitte was? Ich bin doch der Sergeant Iglu. Genau, Captain Pommes. Pommes Iglu, Pommes genau. Iglu mit Spaghetti, ja, genau. Genau. Ja, Herr Dr. Wächter, wir wünschen Ihnen noch viel Spaß, ne? Passen Sie auf sich auf. Nächstes Mal verhaftet wegen Sexy. Und das war's für dieses Video und für die aktuelle Videoreihe, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, ein kostenloses Abonnement. Hat sehr viel Spaß gemacht, war mal komplett was anderes. Und mal gucken, vielleicht können wir in Zukunft öfter mal sowas machen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, Freunde. Ja, wer es auch gerne mal austesten möchte, ne, die Serverinformationen natürlich in der Videobeschreibung. Danke für alles, Freunde. Ich blende euch hier nochmal die Mitglieder ein, die kostenpflichtig abonniert haben und mich somit finanziell supporten. Dankeschön, Leute. Bis zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Alles Social Media Links in der Videobeschreibung. Bis dann, euer Lucien, ciao.